Das ist ein bitterer Augenblick. Mit diesem bitteren Augenblick endete die letzte Folge und beginnt jetzt auch die neue Folge hier bei Quadriga beim Let's Play. Das spielt im Zeitalter der römischen Antike. Wir sind hier in Makedonien und haben nur noch einen Fahrer, einen von dreien. Was ist mit den beiden anderen geschehen? Sie weilen jetzt in der römischen Unterwelt. Entschuldige, Christian, du hast Luft geschnappt, um mich zu unterbrechen. Leg los. Ja, der erste Fahrer erlitt Schiffbruch mit seinem Streitwagen. Der Streitwagen überschlug sich, mitgeschleift, zu Tode gekommen. Und der zweite Fahrer, der uns abhanden gekommen ist, ihr seht es hier, der in der Endlosschleife kreist der leere Wagen um das Stadion. Er wurde uns tatsächlich von einem Konkurrenten aus dem Wagen gepeitscht. Das ist nicht schön. Ein bitterer Tod. Ein bitterer Tod. Jetzt haben wir nur noch einen, aber einen können wir auch retten hier. Save Auriga. Wir können den Fuhrmann, den können wir tatsächlich aus dem Jenseits noch zurückzahlen gegen ein bisschen Gold. Kann man natürlich nur machen, wenn man an die römischen Götter glaubt. Und wenn man den anderen Fuhrmann besticht, nämlich der, der die Toten über den Unterweltkanal drüber fährt. Oder verwechsel ich hier die Götterwelt der griechischen mit der römischen Antike, Christian? Nee, das passt schon. Das ist in Ordnung so. Das war ein Geistesblitz der Halbbildung. Ich lobe mich mal selber. 500 Denari und ja, und dafür haben wir Charon heißt der Mensch. Nicht Mensch, der Fuhrmann, der die gestorbenen Seelen über den Fluss fährt. Der hat übrigens ein Boot und keinen Wagen, aber das ist in dem Fall, glaube ich, egal. Ja, da du eben schon eingangs behauptet hast, unser Wagen hätte Schiffbruch erlitten, habe ich ein schiefes Bild frei gehabt. Nee, das mit dem Schiffbruch, das habe ich tatsächlich aus dem Handbuch. Da steht nämlich drin, ein ungeschützter Wagen, das wurde bezeichnet als Naufragia. Und das ist tatsächlich das Wort für Schiffbruch. Unfassbar. Es ist, du bist ja doch multitaskingfähig. Du hattest in einer der früheren Folgen bescheiden gesagt, du seist es nicht. Du kannst es doch, du kannst zeitgleich Let's Playen, mir kluge Ratschläge geben und noch über irgendwas anderes nachdenken und im Handbuch nachgucken und außerdem noch verträumt aus dem Fenster gucken. Respekt, beide Daumen hoch. Nee, das im Handbuch, das habe ich vor 3 Wochen gelesen. Das blieb irgendwie im Unterbewusstsein hängen. Was für eine Gedächtnisleistung. Ich erstarre in Ehrfurcht, da kann ich nicht mithalten. Ich bin ganz froh, dass ich deinen Namen noch weiß, Klaus. Christian Weigel ist mein Mit-Let's-Player hier bei diesem Let's Play. Ja, jetzt sind wir wieder in Makedonien hier, Klaus und ich, und haben noch gegen vier Teams können wir jetzt das nächste Rennen antreten. Und ich gehe mal auf den Marktplatz oder in die Manege hier rein. Und es sieht ganz schön düster aus, Christian. Wir haben noch 1184 Denarius. Mhm. Wir haben noch 2 aktive Fahrer, 2 Wagen und noch ein zusätzliches übriges Pferdegespann, was wir jetzt auch tatsächlich unserem Julius geben sollten, damit er eine bessere Chance hat, dieses Rennen zu gewinnen. Also, Julius kriegt natürlich die Hotte Hüs. Bitte die sehr. Grauschimmel, unsere etwas schnelleren. Nee, schneller sind die gar nicht. Die haben 2 Blutstropfen, die halten mehr aus. Hm. Hier seht ihr das mit den Blutstropfen. 2 Blutstropfen und ein Pfeilchen. Und ein Pfeilchen, kein Pfeilchen. Ein Pfeilchen würde ihnen weniger was bringen, glaube ich. Und den Antonius, den müssten wir jetzt ein bisschen Geld spendieren. Für seinen Genesungsprozess, aber da fehlen uns exakt 16 Denarius. Ja, da müssen Die müssen wir erstmal verdienen jetzt hier. Tja, oder was verkaufen. Nee, den lassen wir einfach. Vielleicht gewinnen wir nächstes Rennen und dann können wir ihm immer noch die Arztrechnung spendieren. Das wird jetzt ganz bitter. Liebe Zuschauer, ihr merkt, es ist tatsächlich möglich, eine Kampagne hier komplett in den Sand zu setzen. Also es ist nicht gesagt, dass wir hier 100 Folgen spielen werden. Selbst wenn ihr uns jetzt ständig Daumen hoch, Likes spendiert oder uns aufmunternde Kommentare schreibt. Es kann tatsächlich sein, dass wir dermaßen failen, dass dieses Let's Play in kürzester Zeit beendet sein wird. Wollen wir aber nicht hoffen, Christian. Ich wäre dafür, all unser Geld zu setzen. Ich wäre dafür, dass wir hier ein bisschen auf Nummer sicher gehen, weil ich finde das eigentlich, also mir macht Spaß hier. Ich würde gerne ein bisschen weiter noch mit dir spielen. Und diese risikoreiche Wette, die du vorschlägst, die würde ich gerne in Bausch und Bogen ablehnen. Du möchtest wetten? Alles, was wir haben? Nein, machen wir nicht. Du wolltest mich nur provozieren. Ist dir gelungen? Ich wollte den Vorschlag mal ganz leise ins Gremium tragen, aber bei der starken Ablehnung ziehe ich ihn wieder zurück. Ja. Haben doch tatsächlich dein gesamtes Publikum, dein gesamtes Live-Publikum hat geschlossen mit Nein votiert. Kann mal passieren. Event, Muddy Terrain. Matschiges Gelände, reduzierte Maximalgeschwindigkeit für alle Teams.
Ist für uns nicht schlecht, ist für uns auch nicht gut. Kann uns am allerwertesten vorbeigehen. Also lieber das als vergiftetes Wasser. So, ich wette mal 12 Denarius wetten. Du wettest Nein, drei, damit mache ich mich lächerlich. Damit mache ich mich lächerlich. Ich wette gar nichts. Rennen. Oh, schau mal, das über ein ganz überschaubares Starterfeld. Wie schön. Kann das sein, dass wir aufgrund unserer bescheidenen Siegesserie ein bisschen deklassiert sind und ja in einem Vorrennen eventuell noch nur auftreten, sozusagen in einem B-Movie auf der Leinwand zu sehen sind? Das könnte tatsächlich sein. Schau doch mal die anderen Fahrer an, ob das auch alles irgendwelche qualitativ hochwertigen Helden sind oder... Nee, das sind... Oh, der hat 6 zwei Siege. Der hat 2 Sternchen, der ist sehr talentiert. Aber das er hat ganz fürchterlich schlechte Pferde. Das hier ist dagegen auch nur so eine Niete. Mhm, aber er ist besser als wir. Ja, das ist ja auch kein Kunststück. Ja, gut. Ja, sollen wir uns wippen oder nicht wippen? Wir peitschen. Wir haben diese sehr haltbaren Pferde, die haben 2 Blutstropfen. Wir müssen das noch absetzen. Oh, die verlieren trotzdem Blut. Aber sie haben mehr. Unsere Pferde haben durchschnittlich 5 bis 10 Liter mehr Blut als Pferde mit weniger Blutstropfen. Wir könnten sogar noch im vollen Galopp den angeschlagenen Pferden der Gegenseite ein paar Blutkonserven abzapfen und rüberreichen. Um eine einen kleinen Rammangriff durchführen, vielleicht nach rechts. Dann wären wir immerhin Dritter, wenn wir den rausnehmen können. Erstaunlich, wie riskant du bereit bist, hier zu spielen. Machen wir aber. Das können wir deshalb, weil wir im Gegensatz zu ihm irgendwelche besseren Werte haben oder nur so, weil wir es können? Weil wir es können. Weil wir genau mit unserem Wagen auf der Höhe seines Pferdes sind. Rammangriff. Ja, wir haben massiv an Geschwindigkeit verloren. Ihm hat es nichts ausgemacht. Doch, sein äußeres Pferd hat einen kleinen Schubser bekommen. Ja, aber wir müssen sowieso langsam um die Kurve, also von daher war es jetzt... Keine Beschleunigung, einfach nur mit Stabilität durch die Kurve. Mit Stabilität durch die Kurve, nach der Kurve beschleunigen wir wieder. Oh Gott. Oh, schau mal, die rammen sich da oben auch, wie schön. Aber der Kollege wird nach rechts ausgetragen, deswegen verpufft der Rammangriff im Nichts. Oh, und wir tragen unser Fahrzeug ganz langsam um die Kurve. Was machen wir absolut falsch? Hast du was dagegen, wenn ich auf Beschleunigen klicke? Nö, das geht schon. Nein! Es war doch alles grün! Es war doch alles grün! Oh. Unfassbar! Schnell, schneid die Zügel durch! Wir müssen hier entkommen, es kann uns niemand überfahren. Und da rennt er davon und kann sein Leben retten. Die Pferde retten wir auch noch. Die Pferde sind gerettet. Auf einem 4. Platz gelandet unter 4. Wie peinlich, wie absolut peinlich. Es ist wirklich gefährlich, auf der Innenbahn in der Kurve zu beschleunigen. Ja, wir haben da wieder was gelernt. Schau mal, da hat jemand auch seinen Wagen verloren. Wir wären sowieso Dritter geworden, auch wenn wir vorsichtig geblieben wären. Komm, wir machen noch eins. Das zählt doch nicht hier. So können wir ja nicht aus dieser Folge herausgehen. Ob wir im Stall noch irgendwie einen funktionierenden Wagen und einen Fahrer zusammenkratzen können. Wieder nur 4 Teams im nächsten Rennen. Ja, wir sind in die Vorgruppe abgerutscht. Ja, echt. Was kriegen wir? Immerhin haben wir noch 1.100. Was können wir hier zusammenkriegen? Wir haben noch eine Kutsche. Die müssen wir reparieren. Nee. Moment. Nee. Die können wir gar nicht reparieren, ne? Pack doch alles mal in die obere Zeile, von dem wir wissen, dass es noch gut ist. Also, die kommen da oben. Die Auriga. Der Fahrer hier... Nee, der Fahrer ist im Eimer, den musst du zurückstecken. Achso, das war der Fahrer, entschuldige. Ich komme hier mal wieder völlig durcheinander. Das hier ist die Kutsche, die kommt nach oben. Die ist gut, der Fahrer muss weg. Ich glaube, wir müssen uns für 1.000 einen neuen Fahrer kaufen. Das können wir uns gerade noch leisten. Beide Fahrer gehen nicht. Ja, nimm mal den... Wir werden fast aus dem Spiel, ganz knapp hier, ne? Den hier nehmen wir natürlich. Das ist er hier, ne? Das ist doch der Fahrer, ich bin doch in der richtigen Zeile, ne? Ja, genau. Den kaufen wir ja. Xenophanes. Unser neuer Ersatzmann, Xenophanes. Ja. Ich muss den jetzt in die untere Zeile setzen erstmal. Sonst hat er nirgendwo Platz zwischen die beiden. Genau. Jetzt setze ich den hoch nach hier oben. Jetzt haben wir oben einen funktionierenden Wagen, ein gesundes Gespann und einen Fahrer. Hättest du was dagegen, wenn wir das nächste Rennen jetzt ganz vorsichtig angehen, ganz behutsam? Ja, mit ganz kleinem Gasfuß, oh ja. Ohne irgendwelche Experimente und jedem Kampf aus dem Weg gehen und irgendwie hoffen, dass es funktioniert. Perfekter Start. Das müssen wir nutzen, da können wir volles Risiko gehen. Wir haben maximale Beschleunigung vom Start weg. Perfekt, da können wir jetzt alles auf eine Karte setzen.
Mein Fahrer ist ein wankelmütiger Psychopath. Da können wir auch gleich wippen, schlage ich vor. Nein, wir. Na klar, gib die Peitsche, wir müssen alles ausnutzen. Ja. Wenn wir uns tatsächlich absetzen können vom Feld. Unsere Pferde fangen schon an zu bluten. Liebe Zuschauer, während ihr das jetzt seht, macht euch doch schon mal Gedanken darüber, welches Spiel Christian Weigel und ich als nächstes Let's Playen sollten, wenn dieses Rennen gleich beendet ist und diese letzte Folge. Was nun? Nochmal peitschen, wir müssen hier uns absetzen. Und dann können wir uns überlegen, was in der Kurve passiert. Ja, erstmal peitschen und dann nachdenken. Jetzt müssen wir auf Stabilität gehen. Eins nach links? Gottes Willen, entschuldige, eins nach rechts meint. Nee, okay, Stabilität. Stabilität, damit schaffen wir es. Damit bleibt der Kontrollpfeil außen grün. Wir sind in Führung und jetzt würde ich gerne wieder... beschleunigen. Schau mal, der Kollege rechts neben uns will an uns vorbeiziehen. Er schafft peitschen. Das auch. Willst beschleunigen oder peitschen? Ich bin für peitschen. Ja, peitschen. Ach, er hat Avoid Aggressions geklickt. Ja gut, das ist ja in Ordnung. Dann beschleunigt er wenigstens auch nicht. Aber die anderen hinten. Ah, wir hätten auf Beschleunigen gehen sollen. Bis zur Kurve. Beschleunigen kommen wir dürfen wir nicht, sonst müssen wir in der Kurve bremsen. Oder eins. Sonst müssen wir in der Kurve bremsen. Wir müssen auf Stabilität. Stabilität würde ich. Ja. Stabilität oder Avoid Aggressions. Aber wir sind auch ein ganz kurzes Stück in der Kurve schon, aber orange das Ja, das. Ich würde auf Avoid Aggressions. Aggressionen. Ja. Guck mal, wie langsam wir sind. Wir hatten so eine gute Ausgangslage und jetzt sind wir wieder. Hauptsache, wir kommen unbeschadet ins Ziel. Wir haben ja fast kein Gold mehr. Jetzt Stabilität um die Kurve, ja. Ganz sachte. Ganz vorsichtig. Ah, der Kollege neben uns bremst. Wir werden nach außen getragen. Es nützt aber nichts, weil da war ein anderer Wagen. Genau. Wir flippern gegen die anderen Pferdchen. Beschleunigen. Ja, genau. Ich hätte ja fast die Peitsche eingesetzt, aber... obwohl wir beschleunigen, sind wir immer noch langsamer als der blaue Vordermann. Oh, die Kurve schaffen wir es nicht. Eins nach rechts würde ich vorschlagen. Obwohl, dann kommen wir in die Nähe von diesen Herrschaften. Trotzdem, die werden uns ja nicht angreifen. Nur der, den Weg abschneiden. Eins nach rechts, guck mal. Klingt gut. Ja, ne? Eins nach rechts. Das macht der andere jetzt natürlich auch. Der kommt dahinter. Klappt. Es klappt aber. Ich wollte aber nicht hinter ihn, ich wollte vor ihn. Ach so. Ja, gut. Das sieht aber gar nicht jetzt auf Stabilität. Jetzt auf Stabilität. Das sollte reichen. Ein bisschen Glück. Kriegen wir vielleicht sogar einen zweiten Platz. Wenn wir nicht beschleunigen können, ja. Ist die letzte. Wenn wir jetzt übers Ziel fahren, ist es, glaube ich, die letzte. Dann noch eine, ne? Nee, bis hierhin noch. Bis hierhin noch, ne? Bis nach unten in die Mitte. Ja, genau. Was schlägst du vor? Ich schlage vor, eins nach links. Beschleunigen können wir nicht mehr. Eins nach links, allem aus dem Weg gehen. Und allem aus dem Weg gehen? Wir können ja immer notfalls noch einmal nach rechts wechseln. Der beschleunigt vor uns. Ich würde gerne jetzt einfach mit Stabilität um die Kurve sausen. Das wird nicht reichen. Wir müssen eins nach rechts wechseln. Nein, das reicht. Ich würde dir echt auf Nummer sicher gehen wollen. Das ist unser. Was machst du, wenn wir hier mit die Kutsche zerbröseln und dann nichts mehr haben? Dann müssen wir nächstes Rennen vielleicht mit einer beschädigten Kutsche fahren. Also du möchtest einfach nur Stabilität. Stabilität, ja. Und dann die ganze Kurve durch mit Stabilität nehmen. Dramatische Augenblicke. Schau doch mal, die Gegner sind alle in der Außenbahn. Wenn wir jetzt Glück haben, können wir in der Innenbahn an ihnen... Ja, vielleicht können wir könnten sogar eins nach außen rutschen. Nochmal Stabilität. Ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl. Gelb, es bleibt gelb. Der Wagen hat einen kurzen Schaden am Rad reingekassiert. Eins nach rechts. Eins nach rechts und jetzt gibt die Peitsche, dass der Blaue uns nicht einholt. Ja, können wir machen. Jetzt geht oder nach rechts Platz. Peitschen, dann holt er uns auch nicht, dann... Ach, der fährt an uns vorbei und wir peitschen ihn einmal und es macht ihm nichts aus. Das, Der hat uns gepeitscht. Das ist egal. Wir sind Zweiter. Das geht noch eine Runde weiter. Nein, ganz verzählt. Egal. Bleib auf Stabilität. Ich will nicht wissen, wie viele Zuschauer gerade die ganze Zeit über uns entgegengebrüllt haben. Hey, achtet doch bitte mal drauf. Es ist eine kurze Arena. Ich war irritiert. Was war das denn? Wir wurden zu Tode gepeitscht.
betroffene Schweigen. Zu Tode gepeitscht. Wer war es denn, der Blaue? Es war die KI. Das war ein Bug. Die Entwickler haben irgendwas, haben das irgendwie falsch programmiert. Wir hätten eigentlich gewinnen müssen. Ein klarer Bug. Ich glaube, es lag daran, dass unser Fahrer keinen Helm trug. Leichtsinnig. Lag es so einfach daran, dass ich meine Gedankenkappe nicht aufgezogen hatte? Ich weiß es nicht. Ja, mal gucken, was passiert, wenn wir hier in City klicken. Ich glaube, wir kriegen noch einen gespannt zusammen. Ich traue mich kaum, gucken zu gehen. Schau nach. Also das Programm meint, dass es klappt. Wir können nicht am... wollen wir mal gucken. Doch, du musst, glaube ich, den oberen, den leicht angeknacksten Wagen in die Mitte verschieben. Ach so, ich hatte jetzt umgekehrt. Ja, oder so. Aber und die Pferdchen... So, ne? Und der Wagen, können wir den noch reparieren? Nein, wir können nichts reparieren. Nee, wir könnten so aber an den Start gehen. Und eine Runde aussetzen können wir auch nicht. Das kostet 900 Denarii. Ja? Das ist, glaube ich, auch nach dem Level der Stadt. Das ist bitter. Das ist verflucht bitter, wenn du mir das erlaubst. Mhm. Da zahle ich doch mal schnell kurz 10 Denarii in die Fluchkasse ein. Zum Rennen wechseln. Damaged Go. Was bleibt uns übrig? Ist das die letzte Folge? Könnte sein, ich wette gar nichts. Let us help us. Oh. Das ist natürlich gut. Unsere Fraktion, unser Rennstall hat einen Wagen gefunden, um den kaputten, den wir eigentlich hätten fahren sollen, diese Runde zu ersetzen. Cool. Wir danken dem Programm. Das ist, glaube ich, eine Mitleidsgeste der Entwickler. So ein Zufallsevent, das dann greift, wenn man ganz, ganz schlecht aussieht. Und ich glaube, das ist nur daran gekoppelt, dass das Programm automatisch Let's Player identifiziert als die aktivsten Spieler, die es überhaupt gibt und denen dann noch ein Sonderevent schenkt. Oder Pechvögel. Ja. Ja, da wollen wir doch wieder gleich mal alles auf eine Kante setzen und ein wenig die Peitsche geben, oder? Ja, müssen wir. Beim letzten Mal hast du in der Situation, als wir in der zweiten Reihe standen und ich vorgeschlagen habe zu peitschen, mich, glaube ich, als geisteskrank erklärt, weil der da vor uns eventuell nicht peitschen könnte. Aber der hat schnelle, silberne, weiße Pferdchen, der wird uns davonfahren. Wir können ruhig peitschen. Dann peitschen wir mal. Und? Wir rollen gefühlvoll auf ihn auf. Nein. Weil er die Kraft seiner Pferde nicht einsetzen wollte. Der macht nichts. Also wir beschleunigen normal. Was können... Rammen nach links. Also Rammen finde ich ein bisschen riskant. In unserer Situation, wenn uns was kaputt... Also wir sollten echt defensiv weiterspielen. Ich würde dieses Let's Play verdammt gerne fortsetzen, Christian. Aber links ist sanftes... Ja gut, wir können Aggressionen vermeiden. Das wäre vielleicht sinnvoll. Ja. Nach vorne können wir nicht weg, nach links und rechts auch nicht. Wir passen auf, dass uns niemand peitscht. Wir können natürlich nach rechts oder links aggressiv sein, aber obwohl die anderen werden wahrscheinlich beschleunigen. Aber wir können nicht weiter beschleunigen. Vor uns ist... Wir können weder rechts noch geradeaus. Also ich denke, die Gegner, die werden uns jetzt nicht angreifen, weil das einfach noch zu früh ist. Die sind mit Beschleunigen beschäftigt. Deshalb, das glaube ich nicht. Ich würde sagen, mach die passive Geschichte. Gut, sie ziehen an uns vorbei. Das war die falsche Entscheidung, aber das kann man nie wissen. Ja. Oh je, guck. Ich kann nicht hingucken. Das tut so weh, hinzugucken. Beschleunigen. Tritt aufs Gas. Das tut so. Jetzt kann man nur hoffen, dass vorne möglichst viele ausscheiden, dass sie sich gegenseitig fertig machen. Vielleicht ja alle. Und dass wir dann so ganz gemütlich ins Ziel hoppeln. Über die Trümmerteile drüber, ganz gemütlich, ja. Darf ich eins nach links wechseln? Oder ja, zwei? Ja, klar, wir sind langsam genug. Zwei nach links ist fast Risiko, aber ja gut, wir haben nichts zu verlieren. Zwei oder eins? Wir haben was zu verlieren, Christian. Wir haben die ganze Let's Play-Reihe zu verlieren. Du meinst zwei? Ja, wir sind noch langsam genug. Wir weichen, und wir werden nach außen geschleudert. Aber nur einmal. Das halt, nein, guck mal. Damit haben die Götter entschieden, und zwar doppelt. Ja. Ach du liebe Zeit. Unglaublich. Jeder unserer Versuche auf die Innenbahn zu wechseln, wurden von den Göttern gekontert mit einer geheimnisvollen magischen Kraft, die sie als Fliehkraft, glaube ich, bezeichnen. Sehr unangenehm. Ja, beschleunigen. Beschleunigen. Ja, schaffen wir es, diese gute Platzierung zu verteidigen? Schaffen wir es, letzter zu bleiben? Ich drücke uns die Daumen. Weiter beschleunigen? Nein, das geht nicht. Stabilität. Oder eins nach außen. Eins nach außen. Wir haben wirklich viel zu verlieren. Wir bleiben außen.
Wir wollen diesmal nur den Trostpreis. Also ich glaube nicht, dass wir es aufs Podium schaffen. Ach, guck mal, wie gut, dass wir nach außen gewechselt haben. Sonst hätten wir über dieses Pferd rüberreiten müssen, wie der es hier macht. Und das macht ihm offensichtlich nichts aus. Oh, und selbst hier draußen haben wir nur einen hellgrünen Balken. Stabilität, ne? Ich glaube, das hängt direkt tatsächlich am Fahrerkönnen unseres Auriga. Mhm. Wenn der ein etwas helleres Hemd hätte und ein Sternchen schon, dann wäre der Balken auch außen ja sehr grün. Hätten wir ihm bloß ein helleres Trikot angezogen. Ich glaube, der Fehler liegt auf unserer Seite. Mhm. Dafür aber, wenn wir jetzt beschleunigen, fahren wir dem vielleicht hinten ans Nummernschild. Eins, ja. Obwohl, wäre das so schlimm, ihm könnten wir dadurch einen Schaden erleiden? Wenn wir schnell dran semmeln, ja. Wenn wir langsam touchieren, dann nicht. Was schlägst du vor? Beschleunigen. Er wird es auch tun. Er peitscht sogar. Genau, ja. Keine Gefahr. Das war die erste Runde und wir sind auf einem ehrenvollen x-ten Platz. Ich möchte die Zahl gar nicht beziffern. Nochmal beschleunigen. Na, wir kommen schon in die Kurve. Stabilität. Damit sollten wir es eigentlich schaffen, oder? Ja, wir müssen Stabilität fahren. Unser Langzeitziel wäre ja auch, mal wieder einen Auriga auszubilden, der vielleicht ein paar Herzchen und Sternchen hat und dadurch ein besserer Fahrer ist. Ja, also mein Kurzzeitziel, um ganz ehrlich zu sein, besteht darin, überhaupt einmal heiler wieder ans Ziel zu kommen und aus dieser Notlage rauszukommen. Mhm. Ja, ich glaube, mit unserem amateurhaften Fahrer brauchen wir uns auch gar nicht auf riskante Spielchen hier einzulassen. Ja, aber du hast die Verantwortung ganz klar zugewiesen. Es liegt am Fahrer. Es liegt nicht an den Herrschaften, die ihm hier die Befehle zurufen. Es liegt am... Hey, einmal links peitschen und dann... Oder einmal Aggressionen vermeiden. Aber er ist doch so, wir könnten den Fahrer erwischen. Die Pferde dürfen wir nicht peitschen, das mögen die Zuschauer nicht, aber den Fahrer, den könnten wir doch erwischen. Ich mach die Augen zu. Gut, mach die Augen zu und ich schwing die Peitsche. Ich bin ja immer gegen Gewalt. Oh. Ach, wir sind zu schnell. Er hat Avoid Aggressions. Dadurch sind wir aber an ihm vorbeigezogen anscheinend. Du kannst wieder hingucken übrigens. Er wusste wohl, dass wir gleich was vorhaben. Dass mir die liebsten Let's Play Together Partner, die in heiklen Augenblicken einfach die Augen schließen und mich alleine weiterspielen lassen. Ja, Stabilität, ne? Wir fahren trotzdem auf den Auf hier. Aber in die Bremse, bremsen ist ja Quatsch. Stabilität. Stabilität ist das Einzige, was für uns bleibt. Wir fahren auf ihn auf, aber wir fahren langsam genug auf ihn auf, dass das nichts passiert. Was ist denn das hier? Das ist ja Kolonnenfahren, wie auf der Autobahn. Das hier, ist das der Erste oder der Letztplatzierte, den ich gerade habe? Das ist der Erstplatzierte. Ja. Der ist weit davon gezogen. Das heißt, wir sind auf dem 2., 3., 4., 5., 6., 7. Platz. Ist alles Trostpreis. Weiterhin Stabilität. Wir haben ja noch hellgrün, ne? Ja, Stabilität. Wie wir hier eingekeilt sind. Jetzt müssen wir aufpassen, dass es hier kein Kräftemessen gibt, dass uns die irgendwie fertig machen. Wir fahren hier schön mit Avoid Aggressions vorbei. Ja, bin ich sehr für. Wir könnten noch beschleunigen, aber schau doch mal da wird gerammt und gepeitscht. Der vor uns kriegt... Ja. Ganz übel, der ist Fell versohlt. Ja, aber der wird dadurch so langsam, dass er uns auch ausbremst. Jetzt sind wir so langsam, jetzt können wir sogar eins nach rechts ausweichen, denke ich. Und wir können nicht nach rechts ausweichen. Der ist uns im Weg. Hier. Ausweichen. Der ist uns im Weg. Wir können nur weiterfahren und Aggressionen vermeiden. Aggressionen vermeiden? Wir als Stabilität wir brauchen keine wir nicht. Aggressionen genau. vermeiden, die bügeln uns sonst hier vom Kutschbock runter. Ja. Oh, wie ätzend. Jetzt leiden. Der Vordermann ist totgepeitscht worden. Jetzt rollen. Der ist futsch. Wir kleben. Na Gott, jetzt fahren wir über die Pferde drüber. Stabilität, ne? Damit wir da heil über die Kutsche drüber rollen können. Ja. Stabilität ist wichtig. Dann müssen wir irgendwie jetzt mal. Jetzt haben wir den letzten Platz. Schaut ihr das mal an, jetzt kleben wir hinter denen. Da fühlt man sich ja auf der Autobahn hinter einem holländischen Wohnwagen. Ja, aber auf der Autobahn passiert mir selten, dass ein Geisterfahrer komplett ohne Mann am Steuer seine Kreise zieht. Schaut ihr das mal an. Eins nach links, wir sind so unglaublich langsam. Ja, wir müssen hier eins nach links, genau. Also mehr als zwei ist Quatsch. Also zwei nach links ist Quatsch, wir können hier sowieso nichts mehr reißen. Eins nach links, um irgendwie. Dann wenigstens an diesem Geisterfahrer vorbeizuschippern. Also wir haben jetzt nur noch ein Ziel, schlage ich vor, nämlich ins Ziel zu kommen. Und zwar unverletzt und mit dem Trostpreis. Ja. Nochmal beschleunigen? Ist eigentlich egal. Ja, ist eigentlich egal. Komm mal einfach. Kann ja nicht schief gehen jetzt. Hier sind...
Hier liegt auch nichts im Weg. Da kommen wir mit Stabilität ganz gut rum. Ach so, Stabilität oder eins nach außen? Ich glaube, der Effekt wird ähnlich sein. Hier links der Balken, pardon, der Balken, der Zeiger zeigt grün. Alles im grünen Bereich. Und nochmal Stabilität. Ja, hier gehen wir kein Risiko ein. Genau, ich hatte es in solchen Situationen schon öfters zerbrezelt. Ja. Hier sind auch alle Delfine schon umgeklappt, jetzt heißt, jetzt sind wir wirklich am Ziel. Trostpreis 2880. Juhu. Mann, das ist immer ein fetter Trostpreis. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich ab jetzt nur als Letzter mich immer durchs Ziel gequält und erstmal Denari angesammelt. Noch und nöcher. Und die Zuschauer zu Tode gelangweilt und nicht unsere Kutscher zu Tode geprügelt. Uli. Was ist schlimmer? Zu Tode gelangweilte Zuschauer oder zu Tode gekommene Wagenlenker bei diesem Let's Play? Was ist eure Meinung? Sollen wir euch schonen oder sollen wir die Kutscher schonen? Schreibt es doch bitte mal. Dann versuchen wir, euren Wunsch umzusetzen in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.